Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter, würde mich riesig freuen. Und jetzt labere ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Den Fall, den ich mir für heute ausgesucht habe, ist sehr aktuell und ist wahrscheinlich an keinem von uns einfach so vorbeigegangen. Es geht um den Gunshooter aus Texas, Salvador Ramos. Salvador wurde am 16.05.2004 in North Dakota geboren, zog dann aber mit seiner Mutter nach Uvalde in Texas. Dort ist er aufgewachsen, ging dort zur Grundschule und auch zur Highschool und er wird von seinen Mitschülern und von den wenigen Freunden, welche Salvador im Laufe seiner Schulbahn hatte, als sehr ruhig, in sich gekehrt und schüchtern als Einzelgänger beschrieben. Er war oft mit sich alleine beschäftigt und am PC. Er wurde ebenso oft gemobbt in der Schule für seine Kleidung und sein Aussehen. Deswegen war er wohl wahrscheinlich auch ein Einzelgänger. Nachdem Salvador die Highschool abgebrochen hatte, suchte er sich einen Job bei der Fastfood-Kette Wendy's, wo er im März 2022, also diesen Jahres, begonnen hat zu arbeiten. Und schon schnell wirkt er merkwürdig auf seine Mitarbeiter, denn er erzählt diesen immer wieder merkwürdige Geschichten und die wohl beängstigendste Geschichte war, dass er diesen Job sich nur gesucht hatte, um Geld zu sparen für Waffen und Munition, welche er sich kaufen wollte. Die Mitarbeiter wollten nicht sehr viel mit ihm zu tun haben, alle mieden ihn und Salvador arbeitete bei dieser Fastfood-Kette eben bis Anfang Mai diesen Jahres. Anfang Mai kündigt der fast 18-jährige Salvador dort seinen Arbeitsplatz und als er am 16.05. diesen Jahres dann 18 wird, beschließt er das zu tun, worauf er schon so lange gespart hatte. Er nimmt sein ganzes erspartes Geld zusammen, welches er sich erarbeitet hatte in den letzten Monaten und er besorgt sich zwei Waffen und allerhand Munition. Es ist der 24.05.2022 in Uvalde, Texas. Salvador ist bei seiner Großmutter, denn er lebt dort seit einiger Zeit, weil er Streit mit seiner Mutter hatte, die ihm das WLAN abgestellt hatte, wahrscheinlich weil er seine Schule abgebrochen hat. Jedenfalls lebt Salvador bei seiner Großmutter. Und an diesem Morgen chattet Salvador auch mit einem Mädchen, das sich Cici nennt. Cici und er kennen sich von einer App und haben nun seit Anfang Mai auf mehreren Social Media Plattformen Kontakt. Cici ist aus Deutschland, sie ist ein deutsches Mädchen und stammt aus Frankfurt am Main. Salvador und Cici schreiben sich wochenlang Nachrichten hin und her und er wirkt auf Cici anfangs fröhlich und super nett. Doch nach nicht allzu langer Zeit beginnt Salvador merkwürdige Nachrichten an Cici zu schicken. Er erzählt ihr davon, dass er Katzen gequält hat und diese dann auch umgebracht hat und dass er mit diesen leblosen Katzen an Häuser geworfen hätte. Das alles ist schon ziemlich erschreckend auf Cici, doch sie nimmt das Ganze nicht so ernst und glaubt vielmehr, dass er Aufmerksamkeit von ihr möchte. Doch an diesem Morgen des 24.05.2022 ist es anders. Denn erstmal beginnen sie normal zu schreiben und Salvador erzählt ihr, dass er verärgert ist über seine Großmutter. Diese würde gerade mit einem Telefonunternehmen telefonieren und es würde um seinen Handyvertrag gehen, den sie wohl kündigen wollte. Und er schrieb in der nächsten Nachricht ärgerlich. Die nächste Nachricht sieht dann schon ganz anders aus, denn in der nächsten Nachricht schreibt Salvador Cici, habe soeben meiner Großmutter ins Gesicht geschossen. Werde jetzt zu einer Grundschule fahren, um dort, Zitat, rumzuballern. Salvador lässt seine schwer verletzte, doch noch lebende Großmutter zurück, klaut ihr Auto und macht sich schwer bewaffnet auf den Weg zur Robb Elementary School in Uvalde, Texas. Dies ist eine Grundschule und kurz bevor Salvador mit diesem geklauten Auto seiner Großmutter bei dieser Grundschule ankommt, baut er einen Unfall.
in der Nähe der Grundschule und auch in der Nähe eines Bestattungsinstituts. Und Mitarbeiter dieses Bestattungsinstituts werden auf diesen Unfall aufmerksam und sie treten nach draußen, um nachzuschauen, was passiert ist, um eventuell Hilfe zu leisten. Doch da beobachten sie, dass ein junger Mann aus diesem Auto aussteigt, schwer bewaffnet und mit einem Rucksack. Salvador beginnt auch gleich auf die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts zu schießen. Diese flüchten dann wieder rein und rufen von da. Salvador macht sich weiter auf den Weg zur Robb Elementary School. Ehe Salvador dort ankommt, ist die Polizei schon alarmiert. Als Salvador um etwa 11.27 Uhr auf dem Schulgelände ankommt, läuft er erstmal dort herum und schießt von außen auf das Schulgebäude. Eine Lehrerin, welche am Hinterausgang war, hat das Ganze mitbekommen. Sie hatte gerade telefoniert und sie lief wieder nach drin. Ob Salvador dann nun bemerkte, dass die Hintertür geöffnet war, weil er aufmerksam auf die Lehrerin wurde, weiß ich nicht. Jedenfalls verschafft sich Salvador um etwa 11.30 Uhr Zutritt zu der Grundschule in Uvalde, Texas. Währenddessen sind auch schon die ersten Beamten vor Ort und stehen vor der Schule. Salvador betritt den ersten Klassenraum. Er wählt wohl wahllos einen Klassenraum aus und es ist die Klasse von Irma Garcia und es ist eine vierte Grundschulklasse, welche noch Stunden zuvor ihren Abschluss gefeiert hatte. Salvador betritt den Raum und er sagt den Kindern und auch der Lehrerin, es wäre Zeit zu sterben. Danach sagt er gute Nacht und erschießt die Lehrerin, welche sich heldenhaft und schützend vor ihre Schüler gestellt hatte. Irma Garcia war schon 23 Jahre lang Lehrerin an dieser Grundschule und sie verlor an diesem Tag ihr Leben. Salvador schoss dann weiter in dem Klassenzimmer herum, wo alle Kinder nicht älter als 11 Jahre alt gewesen sind. Danach tritt er aus dem Klassenraum auf den Flur, wo ihn auch schon einige Polizisten erwarten. Auch hier gehen die Meinungen auseinander, wie viele es genau gewesen wären, deswegen sage ich einige. Es erwarten Salvador nun einige Polizisten auf dem Flur der Robb Elementary School und es beginnt ein Schusswechsel, Beamte werden verletzt und Salvador schafft es, in ein weiteres Klassenzimmer zu flüchten. Dies ist ebenfalls eine vierte Klasse und dort ist Eva Mireles die Klassenlehrerin. Auch sie stellt sich schützend vor ihre Schüler und auch sie verliert ihr Leben. Auch in dem zweiten Klassenzimmer verbarrikadiert sich Salvador dann, weil er weiß, ja, dass auf dem Flur Polizisten warten. Und auch in dem zweiten Klassenzimmer schießt er wild um sich. Einige Kinder aus dem ersten Klassenzimmer haben dieses Massaker überlebt und sie krabbeln nun zu ihren leblosen Mitschülern, bedecken sich mit deren Blut für den Fall, dass der Täter, der Angreifer zurückkehren würde und sehen würde, dass sie unverletzt seien. Deswegen haben sie sich mit dem Blut ihrer Mitschüler bedeckt, um dem eben vorzubeugen und sich dann eben tot zu stellen und das Ganze echt aussehen zu lassen. Die Kinder, die dort überlebt haben aus dem ersten Klassenzimmer, nehmen dann auch das Handy ihrer leblosen Lehrerin aus der Tasche, um den Notruf zu wählen. Ein sehr mutiges Mädchen ruft die 911 und sie telefoniert mit den Polizisten, sie flüstert und sie bittet die Polizei, ganz schnell zu kommen, denn alle wären in der Schule in Gefahr. Was das Mädchen nicht weiß, ist, dass Beamte schon längst vor Ort sind. Denn mittlerweile haben sich vor der Schule nicht nur massenhaft Eltern und Verwandte angesammelt, sondern auch jede Menge Polizisten. Es waren um die 20 Polizisten, die nicht in das Schulgebäude gingen und auf Verstärkung warteten. Die Polizisten waren eher damit beschäftigt, verängstigte Eltern zurückzuhalten, die selber das Schulgebäude stürmen wollten, um eben ihre Kinder zu retten. Einige Eltern wurden in Handschellen gelegt, andere wurden mit Elektroschockern verletzt und die Kinder wurden währenddessen sich selber überlassen.
In einer Pressekonferenz, welche die Polizei von Uvalde gehalten hat, wird gesagt, ja, sie sind davon ausgegangen, dass der Täter sich verbarrikadiert hätte, jedoch keine Gefahr mehr für Schüler oder Lehrer ausgehen würde. Und deswegen haben sie auf diese Spezialeinheit gewartet und nicht selber die Grundschule gestürmt. Einer Mutter gelang es, an den Polizisten vorbeizukommen, und sie verschaffte sich Zugang zu der Schule. Und es gelang ihr, ihre beiden Gott sei Dank noch unversehrten Kinder zu befreien. Den Ernst der Lage hatte die Polizei von Uvalde leider viel zu spät erkannt, und sie hatten die Grundschüler sich selber überlassen. Ein mit einem 18-jährigen, schwer bewaffneten, offensichtlich psychisch kranken jungen Mann. Nachdem das Sondereinsatzkommando nun da war, ist eine Stunde vergangen, und nach endlos scheinenden 60 Minuten stürmt dieses Sondereinsatzkommando dann die Robb Elementary School. Sie verschaffen sich Zugang zu dem Klassenzimmer, in welchem Ramos immer noch verbarrikadiert ist, und in einem Schusswechsel stirbt dann Salvador Ramos, und zwei weitere Polizisten werden dabei verletzt. Salvador Ramos hinterlässt in seinem Massaker insgesamt 21 Tote. Zwei Lehrerinnen, die Mütter waren, Ehefrauen, Schwestern, und die an das Wertvollste, was wir als Gesellschaft überhaupt haben, Wissen vermitteln wollten. Die beiden, Eva Mireles und Irma Garcia, haben sich heldenhaft vor ihre Schüler gestellt und haben dabei ihr Leben gelassen. 19 weitere Kinder zwischen 10 und 11 Jahren verloren dabei ihr Leben. 19 unschuldige Seelen, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, wurden an einem Tag ausgelöscht. Die Eltern, Texas und USA und die ganze Welt sind bestürzt darüber, über diesen Vorfall, und traurig und auch sauer. Viele werden laut und sagen, dass die Polizei hätte anders handeln müssen und das Ganze hätte verhindert werden können. Es werden Blumen niedergelegt. Ich werde jetzt jeden Namen der Opfer vorlesen. Ich beginne mit den Kindern. Und genau, lasst uns einfach den armen Kindern gedenken, an die Eltern denken und ihnen viel Kraft wünschen. Bei dem sinnlosen Massaker kam Laila Salazar ums Leben, Tess Mata, Makina Lee Elrod, Jaila Nicole Silguero, Jace Carmelo Luveños, Rogelio Torres, Anabel Rodriguez, Jacqueline Jalen Casares, Eliana Cruz Torres, Amory Joe Garza, Javier James Lopez, Nevea Bravo, Eli Garcia, Alexandra Ania Rubio, Maite Rodriguez, Maranda Matis, José Flores und die beiden Lehrerinnen Eva Mireles und Irma Garcia. Irma Garcias Mann war über den Tod seiner Frau sehr bestürzt. Man sah ihn zuletzt Blumen niederlegen an der Schule zum Gedenken an seine Frau. Und danach fuhr er nach Hause, wo er einen Herzinfarkt hatte und dem erlegen ist. Irma Garcia und ihr Mann hinterlassen 4 Kinder. Jetzt am Ende, meine Lieben, ganz kurz noch meine Meinung. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dies ein absolut, absolut sinnloses Massaker war. Wobei, es gibt ja keine sinnvollen Massaker. Es war eine überaus schreckliche und grausame Tat. Bei der Recherche und bei den Interviews, die ich mir angeguckt habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Mir ist mein Herz gebrochen. Ich hatte noch nie einen Fall mit Kindern, außer mit den Wolfspack. Und das hat auch einen guten Grund. Ich habe diesen Fall mir trotzdem ausgesucht. Nicht, weil er aktuell ist oder nicht nur, weil er aktuell ist, sondern vielmehr, weil mich das so berührt hat.
und es einfach so, so sinnlos war, so viele Kinder auf einmal gestorben sind, an einem Ort, der sicher sein sollte. Ich habe selber Kinder, die gehen auch zur Grundschule. Und wenn ich die morgens zur Schule bringe, dann bin ich mir sicher, dass sie dort safe sind, dass auf sie dort aufgepasst wird. Und natürlich haben wir, Gott sei Dank, nicht das Waffenproblem, was die USA haben, ne? Die haben eine Waffenlobby und auch, dass da jeder irgendwie eine Waffe und auch, dass da jeder eine Waffe besitzen kann. In Texas zum Beispiel ab 18, ne? Und das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ich fühle einfach mit den Eltern mit, die noch auf dieser Abschlussfeier gewesen sind von ihren Kindern und sie verabschiedet haben, ihnen gesagt haben, wir holen dich später ab und es wird kein später mehr geben. Es bricht mir mein Herz. Ich könnte schreien und ich könnte diese ganzen Politiker einfach mal schütteln. Mit einem Grund, und das packe ich jetzt noch ganz schnell hier hinten mit rein, mit einem Grund, warum ich mir diesen Fall ausgesucht habe, ist, weil man auch die Vorgeschichte so ein bisschen betrachten muss. Ich will das nicht entschuldigen, denn für eine solche Tat gibt es keine Entschuldigung. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Salvador ein Einzelgänger war, ein Außenseiter war. Er wurde ausgeschlossen. Er hatte hier und da immer mal Freunde für eine kurze Zeit. Doch die meiste Zeit blieb er allein und er wurde gemobbt. Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung. Es ist nur ein friendly reminder meinerseits an uns alle, auch an mich, dass wir nett zueinander sein sollten, uns nicht ausschließen sollten. Nicht jeder kann mit jedem befreundet sein und man kann nicht jeden mögen. Man sollte aber jeden Menschen respektieren und trotzdem nett sein zueinander. Wenn ihr bei euren Kindern oder bei euren oder bei deren Freunden oder überhaupt in eurem Bekannten- und Verwandtenkreis irgendwas beobachten solltet, dann redet mit den Personen. Ein offenes Ohr und ein bisschen Zeit kann schon manchmal Wunder bewirken und helfen. Wir müssen lernen, mehr auf unsere Mitmenschen zu achten. Ich meine, Salvador Russo hat so viele verstörende Instagram-Posts gehabt, Beiträge in seinem Feed und so. Er hat Nachrichten an diese Sisi geschrieben, wobei ich Sisi jetzt überhaupt gar keine Vorwürfe machen möchte, kann man auch nicht. Sie ist wahrscheinlich auch noch ein sehr, sehr junges Mädchen. Aber lass uns achten, lass uns auf Kleinigkeiten achten, auf Posts und auf unsere Mitmenschen. Lasst uns niemanden ausschließen, lasst uns niemanden mobben, auch am Arbeitsplatz nicht, ne? Kinder können grausam sein, aber Erwachsene können das genauso. Ein bisschen Liebe schenken und ein offenes Ohr, wenn man sieht, ein anderer benötigt das gerade. Wie gesagt, hilft manchmal schon sehr. Ich denke, auch in dem Fall von Salvador Ramos hätte das verhindert werden können. Ne? Und dass die Polizei da Mist gebaut hat, steht außer Frage. Insolito, ich mag Insolito sehr, Insolito hat dazu auch ein Video gemacht, wo er aber ganz vorsichtig war und gesagt hat, er möchte der Polizei da nichts unterstellen. Ich schon. Denn wenn man sich dafür entscheidet, in diesen Beruf zu gehen, ein Polizist zu werden, dann beschützt man. Das ist dein Job, das ist deine Rolle und Spezialeinheit hin oder her. Man muss da reingehen. Da waren Kinder und diese Polizei, nochmal, und die Polizei von Uvalde hat meiner Meinung nach total versagt. Und diese 19 Kinder und zwei erwachsene Lehrerinnen im Stich gelassen. Die haben versagt und anstatt die Eltern zu tasern und in Handschellen zu legen, hätten sie lieber da in die Schule reingehen sollen. Ja, so meine Lieben, das war's mit dem Video. Ob ihr den Fall kanntet, brauche ich euch nicht zu fragen. Deswegen lasst uns eine respektvolle,
anregende Diskussion unten in den Kommentaren führen. Würde mich riesig freuen. Danke fürs Zuschauen. Liked und abonniert und kommentiert. Dankeschön für alles, meine Lieben. Ich liebe euch so, so, so sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.